Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Rainbow Six Siege Video. Heute Solo. Heute Solo. Rank, Villa und ja. Schauen wir mal, ob wir die Runde gewinnen können. Auch mal Solo. Ich bin ja Platin 3 Solo. Das heißt, meine Teammates und Gegner werden auch Platin 3 sein. Martin ist ja gerade, oder Martin ist ja gerade Gold, Gold 3. Und er kommt irgendwie nicht richtig hoch. Nächste Season wird er auch mit Sicherheit Platin werden. Und da waren die Gegner dann immer etwas einfacher. Weil halt, ne? Gold 3 und Platin 3. Das wird dann irgendwas mit Gold im Durchschnitt. Aber jetzt sind es echt Platin-Gegner. Deswegen bin ich mal gespannt. Und auch noch auf Villa. Eine Map, die ich eigentlich nicht so feier. Genau zu sein, habe ich die sogar gar nicht gern. Das Den Raum sicher. Wir ist eigentlich müssen die den Map, die ich am Innenraum wenigsten beenden. mag in Rank. Aber muss ja auch seine Schwächen. Nein, Bandit, Bandit, Bandit. Ah, gut, das war's dann wieder komplett. Egal, mach ich das Mirafeld dann. Fenster mal zu. Ja, ich setze jetzt schon zwar eventuell nicht so schlau, weil die Twitch-Runde jetzt. So easy kann ja rauf. Für das Risiko gehe ich einfach mal rein. Und zack. Damit man noch immer hier durchrennen kann, mache ich hier noch ein Mirafenster hin. Zack. Zack. Ich muss kurz noch bei Party Audio Mix auf Spiel stellen. So. Okay. Legion ist low. Nicht so länger. Meine. Ihre Fenster ist auch schon auf. Schön. Ehrenwert. Oh, habe ich aimt. Scheiße. Dafür war ich nicht bereit. Ich bin einfach raus. Komm rein. Scheiße. Okay. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Den Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. Hier ist weg. Nice. 2v3. Im Fenster ist keiner mehr. Das weiß ich. Was? Er hat einen Hit. Schön. Das ist schon sein dritter Kill. Der letzte müsste irgendwo von hinten kommen. Ich bin schon mal safe. Bitte kein 1v1, oh, Bruder. Gar keine Zeit. Oh mein Gott, so viel Glück. So viel Glück. Alter, so viel Glück. Oh mein Gott. Das war so lucky. Aber ich habe nicht gedacht, dass er da direkt hinpiekt. Ich hätte gedacht, so wenn er die Tür aufmacht, wir alle aus meinem Team Hyping haben. Ach du Scheiße. Ich habe gedacht, dass er erstmal die Tür aufmacht. Und nicht direkt piekt, aber weil ich an seiner Stelle wäre davon ausgegangen, dass ich auf die Tür pieke. Er aber nicht. Und ja, deswegen war ich etwas verwundert. Doch, ich habe ihn bekommen. Boah, was soll ich schon nehmen? Puh. Eigentlich hätte ich jetzt Twitch genommen. Aber ich nehme Blackbird. Ah, okay. Ich würde sagen. Ja gut, was soll ich dazu sagen? Ne? Itzy hat auf jeden Fall gut gerockt die erste Runde. Der war locker Diamond. Und ich glaube, ich habe auch Diamond. Also die Gegner sind auch bestimmt Diamond. Das ist halt das. Ich will nicht sagen Problem, aber wenn ab Platin
Platin 3 oder wenn man auch noch höher war. Da fühlt jeder Gegner oder jeder Teammate, wenn man wirklich der Platin 3 ist, war schon mal Diamond. Es gibt also, oder nein, sagen wir mal so, es gibt so viele Leute, die Diamond schon mal waren, beziehungsweise eigentlich Diamond-Spieler sind, die aber dennoch Platin 3 sind, weil sie halt einfach, ich sag mal, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also die schwitzen halt nicht immer rein, weil da habe ich gedacht, okay, ich war jetzt Diamond, jetzt kann ich wieder lockerer spielen. Und dann gibt es halt Runden, wo die einfach ganz normal spielen, oder was heißt halt ganz normal, das spielen die halt chilliger, weil sie halt denken, sie war schon Diamond, und dann gibt's manchmal Runden, wo sie dann wieder reinschwitzen und dann ihr volles Potenzial auslassen, was halt dann dementsprechend Diamond Play ist. Und ich als, ja, keine Ahnung, ich würde sagen, ich bin, also Platin 2 war meine höchste Elo. Ja, Elo, oder was für ein Name. Und ich war, also 3900 Punkte war so ungefähr das höchste. Etwas über 3900 Punkte hatte ich. So, jetzt muss ich plötzlich Schnauze halten, um Schnauze zu drehen. Okay, Turmet noch drauf. Schade. Das ist jetzt natürlich belastend. Fuck. Von wo? Fuck. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Fuck, wie er mich pushen kommt. Ja, das ist meine Schuld. Ja, die sind echt stark, die Gegner. Hat er gerade einen Kill gemacht, ohne dass ich es mitbekommen habe? Scheint wohl so. 1v2, könnte ja gewinnen, er hat 100 HP. Ich weiß jetzt nicht, ob er Doc gekillt hat oder nicht. Das ist natürlich schon ein Vorteil. Bandit, auch eine One-Armor-Operator. Ist der General Boom. Der hat 2 Kills die Sonne gemacht. Okay. Das heißt, jetzt auch ein 4K. Der ist echt nicht schlecht. Alles bessere Spieler wie ich auf jeden Fall. Also das gibt irgendwie, wenn ich solchen Mitspielern zugucken muss, das gibt irgendwie ein Just Spiel. Dann denke ich mir. Definitiv nicht verdient Platin 2. Aber dann sehe ich halt manche Leute, die einen Diamond-Talisman haben, die absolut, ich muss es sagen, einfach scheiße spielen. Da denke ich mir, warum bin ich nicht Diamond? Also das ist so. Es gibt echt manche Platin-Spieler, die sind gefühlt besser als jeder ESL-Player. Bleiben noch 15 Sekunden. Dann gibt es auch welche, die sind halt 10 Sekunden Diamond durch. Und Kupfer-Style unterwegs. Ja, was soll er da machen? Die Gegner schwitzen halt komplett rein. Die sind halt, die haben bis zur letzten Minute gewartet. Er ist aber auch auf KD gegangen, aber da konnte er wirklich ein Spiel machen. Aber ich habe noch einen Assist bekommen von Doc. Auch hier eine Sache. Jetzt nehmen wir wahrscheinlich unten. Wohnzimmer? Ich hoffe, die wissen, was sie machen. Ich lasse die mal. Voll, Bruder. Jetzt. Ich bin die ausschlaggebende Stimme. Okay. Das war's mit der Ausschlagstimme. Oh, Bruder, ich bin nicht Clash, oder? Nein. Der Legion. Oder Echo. Ne, Echo. Ich hab Bock, den Gegnern die Zeit aus der Tasche zu ziehen. Das Sprichwort. Könnte auf jeden Fall schon eine spannende Runde werden. Aber das ist so. Ja, bei ihnen haben 2 Leute 0 Kills, bei uns einer. Ich versuch mal ein wenig zu analysieren. Achso, wir sind hier. Ich habe gerade irgendwie trotzdem damit gerechnet, dass wir unten sind. Was ist los? Echo hier. Gut, und das Bandit halt da die 3 Bände.
Banditen schlägt mich dann dahin. Ganz klassisch. Ah, hier verstärkt es dann auch. Ich fühle mich gerade so unverdient Platin 2, das könnt ihr euch nicht glauben, wenn ich meine Teammates zuschaue, ne? Und die, ich bin gespannt auf das Rank. Es kann auch sein, dass die alle Diamonds sind, meine Teammates, und alle Gegner auch Diamonds sind. Das kann natürlich sein, aber so vom Gefühl her, so eher unrealistisch. Und oh, wehe, die sind jetzt Gold 1, also dann fühle ich mich noch schlechter. Aber ich würde schon sagen, dass die... Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die gerade komplett reinschützen, weil sie diese Season noch so einen besseren Rang haben wollen. Ich chill mal hier. Ich weiß nicht, ob ich meinen Drohnen gerade so gut finde. Gestunt, weil ich es kann. Ach ne, ich mache 100 Runden trotzdem wieder hin. Was? Maverick? Nein, hä? Doch, Maverick, scheiße. Ich versuche mal in Deckung zu gehen, damit ich noch secure. Ja, jetzt müssten. Das wäre gut, wenn halt die anderen die Drohne schauen würden. Die können live pingen. Warum pingen meine Teammates nicht live? Digga. Oder können sie die Drohne nicht bewegen? Doch, die hätten die Drohne können. Digga. Also. Ich verstehe nicht, warum meine Teammates gerade nicht gelive pingt haben. Naja. Obwohl meine Team jetzt eigentlich... Alter, wie der den Rückschluss kontrolliert hat. Holy moly. Spielen die alle mit Maus und Tastatur oder was? Ah, ich bin aber stolz auf mich, dass ich 2 Kills ja schon habe. Bei ihnen sind es halt auch 2, die 5 Kills haben. So, was wird das bringen? Ich würde fast sagen Light. Oh nein, ich wollte eigentlich Twitch nehmen. Ah, aber dieser Itzy... Hat 4 Kills gemacht und jetzt nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. Ich nehme Finker, komm. Soll's. Ich hoffe mal, dass ich keinem damit schade. Ich fühle mich gerade so, wenn ich und Thiago zusammen spielen, das haben wir 6, dann benennen wir uns in solchen Runden, wenn die Teammates und die Gegner einfach komplett über unserem Niveau sind vom Spielen her. Dann würden es immer die Ameisen. Ameisen, die auf dem Boden laufen, wenn Krieg herrscht. Und irgendwie versuchen, etwas zu reißen. So, vom Gameplay her kann ich das unterschreiben, aber so. Ich habe 2 Kills und dann. Halt, also, Ash ist auf jeden Fall heftig. Das war die wo sie Fasslager hatten. Auf jeden Fall heftiges Movement und so gehabt. Alle rein drohen. Oh, der Bruder, der spielt einfach mit der Pumpgun. Das, okay. Ist gerade mit der Pumpgun, genau. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Angriffserlaubnis erteilt. Angst ist hier. Ich hätte sie killen können, ne? Aber ich habe nicht damit schön. Das war Vigil, geil. Ich glaube, das war ein fetter Wallbang. Mein Aiming. Oh. Das tut weh. Ich habe ihr wenigstens 2 Hits gegeben. Ach so, sie. Alter, wie sie auch einfach rausrennt, ne? Schade. Das tut schon weh, dass ich sie nicht bekommen habe.
aber. Komm, nice. Ist ja schon wieder, dass ich nicht bekommen habe. Aber ich frag mich halt auch so. Oder. Ja, wir sind alle da gespawnt, glaube ich. Ich glaube, es ist kein einziger nicht da gespawnt. Ah, es ist. Resetten? Das ist jetzt da. Ash? Schön, Alter, wieder. Cool. Beide low. Aber. Ja, Moment, er hat einfach die Tür verfehlt. Geil. Alter, das sind so heftige. Puh. Das ist ein ganz. Also vom Niveau her ein ganz. Also ein heftiges Match, Digga. Oder das ist wirklich, weil ich schon so lange nicht mehr Solo gespielt habe. Und all meine Kollegen eigentlich etwas niedriger sind vom Rang her als ich. Das ist schon krass. Für die sich links und rechts hin. Aber Wohnzimmer? Warum Wohnzimmer? Warum? Verstehe ich nicht so ganz. Ja, okay. Teammates denken sich halt mehr Traps. Ich denke mir so. Nö, ich bleib in rum. Aber Maverick. Gegen Maverick kann ich nichts tun. Ich bleib trotzdem nicht in rum. Irgendwo, wo man gar nicht aufmachen kann. Puh, ich hab schon Nasenbluten, aber geil, dass wir 2-2 stehen. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass die Gegner stärker sind. Unser beste Mann ist AFK. Eine Cam. Soll ich beide Camps innen machen? Ne, ich glaube nicht, ne? Das wäre eigentlich nicht so smart. Eigentlich wäre das ja nicht so smart. Obwohl hier. Ich würde jetzt eigentlich hier eine Cam hinmachen, aber. Ich habe keine Ahnung, wo. Ich spiele Villa halt. Ja, kenne ich echt noch nicht so gut. Ich mach mal eine Cam. Hier hinten. Oh Bruder, die können mich sehen, oder? Lauf! Jetzt nicht einmal pieken. Oh, okay, ich geh nicht mehr pieken. Ich hab nichts gesagt. Oder ich schick random hier eine Mastercam rein. Der hat nicht mal. Der nicht mal gebandet. Zack, richtig stumpf einfach. Ah nice, die Erstattung wurde abgefangen vom Jägergerät wahrscheinlich. Das hat nicht bumm gemacht. Da ist ein Termite, der wollte da gerade aufmachen. Hat meine Maestro-Cam gesehen, ist, hat sich zurückgezogen deswegen. Das heißt, meine Maestro-Cam hat schon mal Zeit rausgenommen. Das schmeckt. Flashen jetzt. Kommen ja, wenn ja jetzt nicht reinkommen, oder? Nice. Nicht nice. Oh Bruder, was wäre das für ein knappes Ding? Schön. Es ist Ehre. Es war ja alles gut. Wie Bandit einfach weiter drauf hält. Hier ist keiner. Ich hab keine Cam. Das hat glaube ich geschmeckt. Wie alle pieken gehen. Oder geh doch nicht pieken. Alter. Okay, das hat mich gerade ein bisschen ab, dass sie alle pieken gehen. Ich lasse die Cam mal so, falls ich sterbe. Und die lasse ich so. Geh nicht pieken. Okay, geh pieken. LOL. Mit der Master Cam. Wie ich den Diamond Player wahrscheinlich einfach mit der Maestro-Tramp töte. Geil, ich glaube, das wird der Titel. Das kommt in den Titel. Irgendwie sowas. Diamond Player mit. Warte, wen habe ich getötet? Ah, scheiße, wen habe ich getötet? Ich glaube, ich schaue mir das einfach in der Wiederholung mal an. Also in der, wenn ich das Video halt schneide. Oder ich schneide es, glaube ich mal nicht, ich lasse es einfach roh hoch. Aber ich schaue mir es nochmal an, bevor ich es hochlade. Da
Dann merke ich mir den Namen, den ich da gerade getötet habe. Und dann schaue ich, ob der Diamond war. Der Diamond war wieder sowas von in den Titel kommen. So, jetzt möchte ich irgendwie helfen. Wie kann ich helfen? War wieder mit Finger, wenn ich irgendwas reiß. Ich bin gerade richtig stolz. Ich bin positiv. Und ich habe noch 3 Assists dazu. Ich feiere mich gerade selbst hart. Ich würde gerade so gern wissen, was das denn einer war. Ich hoffe, ich habe gerade einen Diamond Player mit einem Maestro-Gerät getötet. Das würde ich schon feiern. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Ich habe mir eigentlich gedacht, so wo ich das Evil Eye aufgemacht habe, das ist eigentlich nicht schlau, weil das könnten die Teams ja noch ultra gut als Cam benutzen. Und der wird niemals eins von den 10 HP haben damit und in das, also der wird niemals 10 HP haben. Und jetzt weiß ich nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Jetzt lasst meine Deutsch-Skills nach. Ich hätte niemals gedacht, dass ich den mit dem Astro, also mit dem bösen, Bösen Auge töte, auf jeden Fall. Mit dem Evil Eye, sagen wir einfach Evil Eye. Behälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Ah, jetzt ein Wallbang, wäre Knochen gewesen. Naja. Bam. So macht man Kameras kaputt. Ist da? Also ist es ein guter Engel, theoretisch? Ah, glaub schon, ne? Ich kann theoretisch bis da rein. Ich denke, wir sind einfach schon drin. Ja, ich war einfach mal Boost an, ne? Bevor ich wieder sterbe, ohne den Boost angemacht zu haben. Ah, Boost. Ja, steht kein Boost. Oder nicht verrecken. Ja. Kriege ich jetzt schon wieder Nasenbluten. Olle hat Hits. Einfach noch die Punkte gesnackt. Das war nicht Valkyrie. Na, wir haben noch 1 Minute 30. Eigentlich müssen wir nur warten. Sollte schon von ganz woanders kommen. Mann. Kann ich so leicht. Scheiße. Ey, wie auf den Finish gegangen ist. Digga, was sind 31ern? Mann. Digga, wer auf den Finish geht? Willst du mich resetten? Nein. Ey, Mann! Bruder, ich war so stolz auf mich, dass ich Jäger bekommen hat, ne? Digga, ich bin gerade richtig enttäuscht. Kriegst du hin? Wer? Warum mit der Pistole? Warum? Nein! Was? Nee, das haben wir noch verloren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Digga. Der Mann, das kann nicht wahr sein. Dass er mit der Pistole kämpft, erstens. Und zweitens, dass er mir den Kill abgestaubt hat. Oh mein Gott, das hat er nicht gemacht.
Oh. Bruder, muss groß. Aber auch, ich muss auch sagen, Digga, Valkyrie hat echt, also, wie sie mit der Deagle geaimt hat, wie sie den Rückschuss kontrolliert hat, das war auch stark. Also das war einfach stark, Digga. Kann man nichts zu sagen. Das war nicht Luck oder so, das war einfach. Boah. Das war Knorke. Ich muss leider zugeben. Aber dass wir das verloren haben, das fuckt mich gerade ab. Aber es ist eine geile Runde an sich. Eigentlich ist es eine geile Runde. Und ich bin stolz auf mich, dass ich Jäger bekommen habe. Muss einfach die positiven Dinge des Lebens sehen. Ach, das hätten wir so easy gewinnen können. Und verkacken wir es noch so krass. Ich habe mir gedacht, ja, Prüfer ist so ein bisschen. Weißt. Und dann hatte ich nur noch 16. Aber wie sie auch. Ach, boah. Das ist gefühlt so, wenn man im Lotto gewinnt, irgendwie, wenn man auf irgendeiner Gambling-Seite 1% trifft von 100. 1% von 100 trifft und dann quasi den Gewinn verdoppeln möchte und dann auf 99,5% stellt, um es zu gewinnen, also halt nur eine 0,5%ige Chance hat zu verlieren und man die dann noch trifft, wenn man vorher die 1%ige Chance vertroffen hat zu gewinnen. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß gerade nicht. Ich habe Gambling-Videos von dadurch geschaut, deswegen habe ich das jetzt so erklärt. Ja. Beste Cam, würde ich sagen, ne? Oh, zum Glück ein Teamkill. Oh, auch noch ein Doc. Das tut weh, das tut weh. Ich glaube, ich komme. Alle drei von da. Was für eine gute Idee ist. Ich habe keinen Laser drauf, das heißt. Das war's damit mit der Drohne. Okay, oder auch nicht. Schön, geil. Ach. Knocke. Adrenalinschub unterwegs. Ich glaube, die Decke von hinten. Nice. Nice, bin in seinen gelieft. Das war der, der gekillt wurde. Das heißt, er kommt. Ah, doch, wahrscheinlich kommt er zurück, aber. Nur noch ein Gegner übrig. Okay. Geht doch jetzt nicht rein. Och, der du kleiner, Digga. Er ist so ein. Bruder, er ist so ein Hund. So ein Hund. Ah, mein Deutsch, es ist spät, Leute. Ich nehme die Folge gerade um, keine Ahnung, 8:30 auf. Das ist für meinen Schlafrhythmus sehr, sehr spät. Ich müsste schon lange im Bett liegen, Papa. Ich feiere die Runde gerade so übertrieben, ne? Alter, was ist das für ein. Ah, Bruder. Muss definitiv groß. Aber, ich kann etwas sagen. Die erste Runde habe ich geklatscht. Okay, nein, es war kein Klatsch. Aber 1v1 habe ich gewonnen. Bruder, es ist eventuell, wenn der jetzt nicht zurückkommt, ein 4v5. Oh mein Gott. So einem Schwitze-Match wird es auf einmal eine 4v5 geben, oder was? Yep, es gibt ein 4v5. Puh, okay, I take it. Das Match bockt gerade so heftig. Ich bin gerade irgendwie froh, dass es ein. Also, ich sag nichts. Jetzt verliert. Bevor wir jetzt noch 5:4 verlieren, sage ich nichts. Aber wenn wir die Runde gewinnen, dann bin ich sogar fast froh, dass wir das 3-3, oder ich sag mal, das 3-2 verkackt haben und dann 3-3 daraus wurde. Also das, ich persönlich habe zwar nur 3 Kills, okay, 4 Kills, Jäger hätte ich eigentlich noch bekommen müssen. Sonst, ja, eigentlich eine richtig geile Runde. Aber bei hinten, ne? Bei hinten, ja moin. Bei ihnen auch der eine, ne? Hat 12 Kills, dazu brauche ich glaube ich nichts zu sagen, ne? Ne, das ist halt einfach ein Biest. Ist ein Biest.
Ja, ich habe gerade mit der Shotgun gezielt, es tut mir leid. Aber meine Sensi im Zielen ist viel niedriger als. Ich habe 100er Sensi nochmal. Geil, die haben alles verstärkt. Ehrenwert. Das schmeckt. Jetzt schmeckt. Steckt er gerade neben mir? Ne, der verstärkt ja. Okay. Haben wir verstärkt? Ja, Alter. 2, 2, 2, 1, 1. Sind wir 4? Hä? Hä? 4v5? What the fuck? Wo ist da noch der fünfte hergekommen, bitte? What? Wo ist da der fünfte hergekommen? Ich hab gedacht, wir haben jetzt ein Safe 4v5. Ist groß. Gut, dass man hier auch verbarrikadiert hat. Hab. So. Tür ist sicher. Okay, tut mir leid. Er geht raus, ja moin. Ja, gut. Kannst du jetzt schon mir verlangen, dass ich das hier offen lasse, ne? Muss dir aber klar sein, Minion. Minion. Muss groß. Wie sie reinschwitzen, wie keiner von ihr kommt. Ne? Ja, ich bin doch schon sowieso in der Menge. Wo ist der andere überhaupt? Machen. Ja, was soll ich da machen? Scheiße. Oh Mann, ich hätte so gedacht, oh, fuck man. Ja, okay, aber 1v5, ne? Das ist halt. Was soll ich dazu sagen? Kann ich nichts viel machen. Sogar ich kann da nichts viel machen. Nein, Spaß. Sogar ich kann da nichts viel machen. Mein Deutsch lässt zu wünschen übrig. Da sind Studierzimmer. Studierzimmer. Aber beim Angreifen, so ich glaube, beim Angreifen haben wir mehr gewonnen als verloren, oder? Also mehr als beim Verteidigen. Halt. Von den 4 Runden haben wir, ich glaube, 2 Verteidigungs- und 2. Wir hatten Wohnzimmer gewonnen einmal. Und einmal Studierzimmer auf jeden Fall. Ja, okay. Ich glaube, 2-mal Verteidigen und 2-mal Angreifen haben wir gewonnen. Und dann auch 2-mal Verteidigen verloren und 2-mal Angreifen verloren. Oh, Menno. Das ist die letzte Runde. Alles entscheidend. Die sind jetzt wahrscheinlich Studierzimmer. Oh, Mann. Ja, bei ihnen halt, ne? Dieser Nico Jade, 13 Kills. Aber ich habe nur 3 Kills. Also am Anfang hat es gut ausgesehen, aber. Ja, aber der eine hat mir einen Kill abgestoppt. Das fuckt mich gerade noch immer ab. So eine 4 sieht viel besser aus wie eine 3. Egal, ich hab's auf Band, als ich ihn gedownt habe. Das heißt, alles easy. Gut gemacht. Biogefahrungsbehälter lokalisiert. Studierzimmer, okay. Ja gut. Studierzimmer. Wenn sie Mira haben. Hoffe ich mal, dass die geöffnet werden, die Fenster. Noch 10 Sekunden. Ja. Einsatz. Komm, bitte. Wir müssen das hinkriegen. Ich habe so Bock, die Runde zu gewinnen. So Bock. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Ist ja auch komisch, wenn ich keinen Bock hätte, die Runde zu gewinnen. Gibt's hier irgendwo so einen Angle, den ich irgendwie machen kann? Irgendwie von hier so. Gibt's da einen geilen Angle hier? Kann ich hier hoch? Da kann ich wirklich. Okay, das bringt mir dann nicht viel. Spielt das Wind. Ja, geil! Ehre! Nice, Alter. Wie gefühlt die Hälfte der Kills nur so heftige Trickshots sind, ne? Wo ich jedes Mal klippe. Ah, geil! Bruder, ich bin gerade so. Ihr wisst nicht, wie ich gerade pumped bin, ne? Oh mein Gott, wir werden das doch nicht ernsthaft gewinnen. Holy Macaroni.
meine Teammates unfliegt. Hier, komm. Dann springt er raus. Hey, Bruder. Ja, nice. GG. Geil. Was? Leute, das war eine geile Runde. Ich hab zwar verkackt, aber das ist nicht so schlimm. Junge. Ich komme gerade nicht auf mein Leben, klar. Ich glaube, das war eine der spannendsten Runden, die ich jemals hatte. Jetzt no joke. Wir hatten aber auch starke Mates, muss man sagen. Also ich hatte... Okay, jetzt bin ich auf die Ranks gespannt. Okay. Ja, okay, bei ihnen war einer Dia. Bei uns war der... Bruder, die waren beide Platin 3. Und bei ihnen... Ach, muss groß. Und, was krieg ich Alphabet? Schade. Ich bin gerade komplett lost irgendwie. Also Leute, dann würde ich an dieser Stelle mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo natürlich auch. Und tschüss.